Und damit herzlich willkommen zum Euro Truck Simulator 2. Wir sind endlich mal wieder im Multiplayer-Konvoi unterwegs. Mit dabei Nick, Gerd und Benny. Hallöchen. Hallo. Boah, ist das laut hier. So, wir fahren erstmal nach Le Mans. Weil wir halten können. Ja, genau. Nach Le Mans. Und ich bin tatsächlich jetzt mit dem neuen MAN unterwegs. Auf der ist gerade dein MAN, der da so geknattert hat beim Starten? Meiner knattert nicht. Nee, ich würde. Stimmt, war der Fahrer, der ein. Mayo Knatterton. Knall dir gleich eine, ey. Kennst du den noch? So, ich hab. Ja. Ich hab noch Regen, aber ich hab die Regenwahrscheinlichkeit ausgeschaltet. Ronald Reagan. Du hast Ronald ausgeschaltet, also wirklich. Wenn das der Secret Service hört. Ja. Dann haben sie endlich einen gefunden. Ja, Nick. Ja. Was, Janik? Er ist Janik. Das weiß ich noch nicht. Fällt der echt an der roten Ampel? Ja. Warum nicht? Elefantenrennen! Ich fahr da mal. Ja, weil er mehr PS hat, ey. Aber und auch mehr Fracht. Ja. Mayo? Ja. Deine Pole Position hast du gerade verloren. Selbst aus der zweiten Reihe ziehe ich an dir vorbei. Ja, MAN halt, ne? Ja. Mann, ist der langsam. Ja. Mayo, dies ist das Schlusslicht. Am Arsch. Weil man auch mal langsamer fahren kann, ne? Oh Gott. Nee, also wollte der war sich schlecht. Jetzt nicht bieten lassen. Ja, hatte auch einen Tempomaten auf 55. Wir müssen da vorne mal rechts abbiegen. Hackengas! Hackengas! Halt mal Abstand. Bringt dir gar nichts. Halt auch mal Abstand. Scheiße, rechts abbiegen. Da sogar gerade gesagt. Da war die Kreuzung, ne? Mayo, geht die Straße aus? Ja, neben dir, Vorsicht. Geht gut los. Ja, mir. Geht dir die Straße aus? Ich muss auch gleich noch den CB-Funk ausschalten. Ich hab den auch noch schon. Einen, interessanterweise. Was ich selber gar nicht wusste, aber. Oh, okay. Jetzt überholt mich sogar Benny. Und Mayo, falls du es nicht weißt, wir müssen gleich nochmal rechts abbiegen. Alter, ich hab 640 PS unterm Arsch. Stärkstes Getriebe, stärkster Motor und das Ding hier kann nix. Das ich ist aber 640 PS. Ja, ja, was fährst du auch immer in? Ja, das hier ist aber auch der XLX und nicht der XXL. Ja. Ich habe auch nicht den XXL. Hast du heute Buchstabensuppe? Ja. Die war Fehlproduktion, da waren nur zwei Buchstaben drin. Ja. XLX. Ich muss mal gerade, wenn es mal irgendwie so 2 Meter gerade ausgeht, den CB-Funk ausschalten. Oh, gleich an der Raststätte. Ja, tanken muss er, der Nick. Das reicht, wenn ich mal kurz nicht lenken muss. Das wäre schon, wie schnell fahren wir denn da eigentlich? 76 fahre ich jetzt gerade. Auf der Autobahn ist das aber schwer mit dem geradeausfahren und so. Alle überholen mich, sogar Fremde! Mayo, rechts also, ist das Gaspedal. Die denken sich auch, fährt sich im mein Wagen LKW vor ganz mir fährt schwammig. Eine Bremse. Also ich fahre 90 gerade und ich komme echt langsam vor, weil ich von allen überholt werde. Ich fahre 100. Über 100. Ich fahre auch gerade 100. Ich fahre 95. Na gut, ich kann noch mal hochschalten auf 100. Benny, ich komme von links. Oh oh. Ich... Da ist einer langsam auf der rechten Seite und fährt ohne Licht. Wobei, da vorne hat er Licht, nur am Auflieger nicht. Oh oh, vorsichtig. Auch interessant. Mhm. Kommt ein Mayo angeflogen? Alter, ist die Kiste laut. Den hörst du ja auf 8 Kilometer Entfernung. Ja, der hängt ja auch bei 110% der Drehzahl, damit der mal auf Geschwindigkeit kommt. Ich fahre ja schon 130.
Wie mache ich das mit dem CB-Funk? Dann machen wir gleich an der Raststätte. Ah, ich will nicht wissen, was du durchlaufen lassen hast. Hier erzählt gerade einer irgendwas. Ich höre ihm nicht zu, aber... Ja, du musst Tab, rechte Maustaste und oben im CB-Funk neben dem Kabeleingang ist ein Knöpfchen, das musst du drücken. Ah, oh, zum Glück. Endlich. Wobei, eins muss man dem CB-Funk ja lassen. Man versteht jedes Wort klar und deutlich. Hier, Raststätte. Ja, nicht wie in Rocket League. Ja. Wobei, da sind sie ja auch besser geworden. Ja, ja. Da steht einer, ne? Mayo sitzt gerade auf Klo. Alter Falter, ey. Mayo nimmt immer vom Klo aus auf. Hat gerade geleckt bei mir. Ja, tankt der oder tankt der nicht? Der tankt Wodka. Ah, er fährt. Gibt's hier mehrere Zapfsäulen? Ja, zwei. Ah, wow. Machst du da? An die andere Säule fahren. So. Einmal voll bitte. Das dürfte dann halten bis zum Ende. Gucken, wie viele Kilometer ich fahren kann. Stell mich mal neben die Waschstraße. Jo. Was mich immer noch stört, ist, dass alle LKW so übertrieben laut sind. Selbst wenn du drin sitzt. Besonders der MAN, weil das generell eine Knatterkiste ist. Ich höre dir gar nicht zu. Ich höre dir überhaupt nicht zu. Nee, geht ja auch nicht. So schnell wie ich weg bin, da hörst du ja auch zügig nichts mehr. Ich würde sagen, wir machen mal ein vernünftiges Thumbnail, oder? Ja, aber gleich irgendwo anders. Hier ist, Hier hätten wir aber schön nebeneinander gepasst. Ja, aber die Tanke ist hässlich. So. Ja. Sind alle da? Ja. Alles klar. Gut. Ich habe gehört, wenn sonst keiner macht, fahre ich einfach vorher. Ja. Mayo, soll ich Halbgas fahren für dich? Tja, bleib einfach mal instant stehen. Boah! Von 0 auf 300 in 2,5 Sekunden! Boah, der hat einen Sprung gemacht! Alter, was war das? Kommt ihr hinterher? Ja, ja. Ja, ich bin hinter dir. Nick, du musst bremsen, ich bin hinter Mayo, ich komme nicht vorwärts. Ah, Mann, jetzt hört doch mal auf, ey! Ja, ich glaube, das wirst du jetzt nicht mehr los, dieses Hessen. Ich hab da ein Verkehrshindernis vor mir. Wie schön, dass keiner was sagt, auch wenn ich einmal entfahre. Wenn man hinter Mayo fährt, zählt das schon als stockender Verkehr? Ja. Ja. Der vor mir fährt aber wirklich gerade auch nicht wirklich schnell. Nicht? Mal ranfahren, mal gucken, was er fährt. Ja, und dann geht er mal hier voll die Bremse. Also irgendwie Mann, fährt sich mein LKW ganz komisch. Ich habe das Gefühl, der fährt sich mega schwammig. Ja. Scania halt, ne? Warum halten die fast an? Was macht ihr da? Ach so, weil da einer mit dem Heck in der Luft hängt. Alter! Boah! Alter! Was halt, wie macht man das? Ich find's faszinierend, ganz im Ernst. Benni, musst du rein in die Lücke? Ja. Ja, dann zieh ja, rein, fahr ruhig mal. Platz. Ja, viel mit rüberkommen ist bisher noch nicht. Achso. Oder war das gar nicht, Benni? Weil das denn noch nicht weggespawnt ist. Geht auch noch so ganz komisch. Gott. ist das auch so ein random Event? Bedankt mich mal, dass er Platz gemacht hat. Total in der Straße versunken. Meinst du, er wollte uns nur kurz durchlassen?
Ja. Weil er auch ein MAN fährt. War das ein MAN? Ich weiß es nicht. Dann halt die Klappe. Sah aus wie Scania. Stimmt, das kann natürlich auch sein, weil der war so schnell, der ist einfach, da war eine kleine Bodenwelle und der war so schnell, der hat sich direkt in den Asphalt gerammt, weil die Stoßdämpfer das nie mitgemacht haben. Das ist das letzte Mal, dass ich mit euch ETS Multiplayer auf einen MAN fahre. Also ich weiß nicht, ich fahre auch MAN und ich bin hinter Nick. Gut, ich fahre aber gerade nur 90. Ich habe aber auch mehr geladen als du, Benny. Wo ich nicht weiß, weil ich nicht weiß, wo die anderen Pappnasen sind. Ja, ich habe 18 Tonnen. Ja, ich habe die Hälfte. Ja, genau, deswegen bist du halt auch doppelt so schnell. Und wenn mir langweilig ist, habe ich sogar im Auflieger was zu spielen. Ich habe immer noch eine fahrende Stolperschwelle vor mir. Ich fahre doch schon 120. Ey, wie fahren die vorne 90? Du fährst 120, fahr 90, wo bleibst du? Oh, ist dein Tacho kaputt? Nick? Nick? Was denn? Oh, da ist mein Auflieger hochgegangen! Hilfe! Vorsichtig. Vorne fährt jemand langsam. Da steht einer. Nee, Mayo fährt noch, keine Angst. Oh, das könnte jetzt doof enden, ich... muss an dem mal schnell vorbei, weil ich habe das Gefühl, der möchte rüber gleich. Oh oh. Ja, der gibt doch schon Gas. Ich stell mal Tempomat auf 120. Sehr angenehme Reisegeschwindigkeit mit dem LKW, ne? Ja, er fährt über den Standstreifen. Ja, ja. Ich habe ihm aber aufgeblendet, dass er eigentlich rüber kann. Hier vorne ist wieder eine Kurve. Vorsicht, noch irgendwer auf die Seite legt. Zumal die da vorne auch wieder dafür. Eine Kolonne fährt. Oh doch, war ich eben schon. Wo ist das nicht? Hier steht einer. Ah, linkes oder rechts? ja, Multiplayer at its best. Der hat geleckt und hat sich dann in den anderen reingeleckt. Da liegt einer, Vorsicht. Linke oder rechte Spur? Linke. Und Gegenseite. Problem. Scheiße. Wow. Und es hat Boom gemacht. Ja, das kommt sehen. Jetzt ist er weg. Oh, aber ich habe keinen Schaden genommen, Benny. So, ja, das Problem war bei mir. Ansonsten hätte das hingehauen oder so. Benny fährt sehr spurtreu. Hä? Benny fährt sehr spurtreu. Genau auf dem Mittelstreifen. So. Ja, wir sind gerade noch Benny gewenkt. Da, das war ein bisschen blöd. Ja, die Baustelle, ne? Ja. Ja, die habe ich auch, das ist kein Random Event. Da möchte einer überholen, Mario. Nein, ich lasse es lieber. Der macht nicht den Eindruck, als würde er überholen. Wo bleibt ihr? Ich gebe schon Gas, also ich fahre gleich 110. Ich fahre 60. Na gut, fast 70. Ja, sehe dich auch schon, ich bereits mal. Sehe ich. Stimmt, er macht keine Anstalten, als wenn er überholen wollte. Nö. Warst du das? Ich habe ihn mit überholt. Ach so. Müssen wir jetzt gleich linke Spur, ne? Ja. 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 Ich bremse schon mal langsam runter, wir haben ja Zeit. Aber ich muss ja mal sagen, das Ding bei 22 Tonnen Fracht mit Retarder zu bremsen, ist schon ein bisschen mühsam. Bleibt da stehen. Ja, die bremsen so weit runter, dass ich hier kaum hochkomme. Die sind eigentlich 40. Ja, und ihr fahrt 18. Nein. Also, nein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin über 40 gefahren. Ich bin 38 gefahren. Also, das die Blauen. Der MAN kommt gar nicht aus dem Pott hier, ey. Das merkt er jetzt. Also, wenn ich meine Fracht in Le Mans abgegeben habe, werde ich auf den Scania wechseln. Ihr habt den TGX jetzt mal gesehen. Reicht dann auch. Auf wie viel stellen wir denn den Tempomaten jetzt für die Autobahn?
60 für Mayo. Ich habe meinen jetzt auf. Boah, warum dreht er den so weit runter, hä? Der geht bis maximal 70, mehr schafft der LKW nicht. Ich fahre jetzt 89. Okay. Ich fahre 90 momentan. Von mir aus könnten wir aber auch ein bisschen schneller, aber mir ist egal. Ja, mir ist auch egal. Ich weiß, ob Mario noch hinterherkommt. Ja, ja, ich komme. Ja, wenn wir noch schneller fahren, dann... Nee, nee, also ich bin jetzt auf 89, das ist okay. Von hinten kommt einer. Ja, dann soll er links vorbei. Macht er ja auch. Ich habe einen Hamster überfahren. Anders kann ich mir den Hubel da nicht erklären. Soll aber schon ein größerer Hamster gewesen sein. Ja. Oh, der fährt Schwerlast, ne? Mhm. Ganz schön schnell unterwegs für Schwerlast. Mal links rüberziehen, sagst du. Ich beschleunige mal gerade. Warum kommt der so weit? Hallo, du Penner, ich bin hier. Ich beschleunige mal gerade, um aufzuschließen. Was will er denn jetzt von mir? Weißt du, fährt mir fast in eine Seite rein und hupt dann noch. Ich war auf meiner Spur. Da steht einer mitten auf der Straße, okay. Da vorne kommt eine Mautstation. Wollen die wieder Geld von Mayo? Nein, gibt nix. Ich hab nichts dabei. Geld von denen. Ich hab nichts dabei. Ich hab so viel Geld für die Lahmbacke hier ausgegeben. Ich hab nichts mehr. Ja, die winken dich dann wahrscheinlich aus Mitleid durch, hast du. Boah, da kommt ein Emma hin. Fahr durch, komm. Alter. Benni, da wäre ich nicht allzu schnell. Ich hab doch gebremst, was hast du? Aber auch nicht früher als nötig. Nö. Moment, ich muss mal ganz kurz was umstellen. Ja, das anhalten. Ja. Oh. Wir bauten da eine Hecke. So. Macht ihr? Kurz warten, Benni muss das umstellen. Achso. Benni, bremst den ganzen Verkehr aus? Alter! Die krödelt an der Leitplanke lang? Nee, eigentlich habe ich noch ziemlich viel Platz zur Leitplanke bei mir. Alter, Benni, du ziehst raus, alle am Hub, weil sie dir fast reinfahren. Ja, willst du fahren, Nick, oder soll ich? Ich fahr einfach mal vor. Bei Nick. Vin Disney. Oh, Nick fährt an Standstreifen. Er hätte auch auf die Raststätte fahren können. Ist die Frage, hält er jetzt an oder fährt er weiter? Einfach rollen einfach mal hinterher. Ja. So,
So, jetzt. Alles klar. Von hinten kommt noch was, Vorsicht. Aber sehr, sehr vorbildlich, Nick. Zum Telefonieren an Standschreiben, auf dem Standschreiben fahren. Sehr vorbildlich. Ja, durch die Kopfhörer höre ich ja nicht besonders viel. Ihr könnt auf der rechten Spur bleiben, wir fahren hier ab.